Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Space. Ja, wir sind wieder hier und ist das neue Projekt Betweenlands ist schon gestartet, hat schon angefangen. Trotzdem werde ich hier Space noch weiterspielen. Nicht super viel weiter, aber ich werde auf jeden Fall noch die Enterprise zu Ende bauen. Denn das habe ich versprochen, das werden wir tun. Die Enterprise wird zu Ende gebaut werden von mir. Nicht heute, aber in den nächsten paar Folgen und Livestreams. Also diese Woche gibt es auch noch vermehrt Space-Livestreams, damit wir hier mal fertig werden. Und ich habe im Livestream auch schon sehr viel gemacht. Ich bin gar nicht mehr bei der Erde gewesen, weil bis jetzt unser Stein ausreicht. Und schaut euch das hier mal an. Hier oben hat sich schon viel getan. Ich meine, wenn wir hier mal rausgucken, dann sehen wir schon, ja moin, okay, da ist vielleicht das ein oder andere passiert. Also möglicherweise ist hier etwas geschehen. Und zwar habe ich das Teil von der Enterprise angefangen, dieses obere Segment. Und ich finde, wenn man das jetzt von hier mal beguckt, so vielleicht ein bisschen weiter oben. Gut, das Triebwerk ist jetzt noch nicht durch, aber von hier hinten sieht das so nice aus einfach. Das hier hätte ein bisschen dünner sein können, bin ich ganz ehrlich. Aber leider habe ich das jetzt so ein bisschen dicker gemacht. Und ich werde es nicht nochmal komplett abreißen. Aber ich finde, das sieht trotzdem schon sehr geil aus. Was wir aber dennoch machen werden, damit das ein bisschen dünner aussieht, ist diesen Ring, den ich hier schon gebaut habe, ein bisschen weiter nach oben verlegen. Denn der sollte eigentlich da unten hinkommen. Und hier oben habe ich es auch schon gemacht. Also das ist diese Erhebung. Hier würde dann der Text stehen. Ja, irgendwie hier so USS Klümmi oder so. Hier oben am Rand oder sowas. Keine Ahnung, da werden wir später noch was hinschreiben. Vielleicht auch nicht heute in der Folge. Ich weiß noch nicht ganz genau. Hier, das muss nach oben zur Kuppel gebaut werden. Das werden wir auch heute tun. Da muss ich mir nochmal genau die Vorlagen angucken, wie das da aussieht. Und dann werden wir hier unten die Kuppel entsprechend dran machen, so dass wir diesen vorderen Teil hier komplett fertig haben von außen. Noch nicht von innen, aber von außen. Vielleicht ziehe ich hier auch schon so ein bisschen den Quarzboden rein. Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Das schauen wir mal. Aber erstmal möchte ich den hier von außen fertig haben. Das heißt, hier diese obere Kuppel muss dran gemacht werden und diese untere Kuppel. Bei dieser oberen Kuppel gehen wir quasi, ich schätze mal einfach quasi hin und bauen das hier so ups, hoch, schätze ich mal. Irgendwie sowas in der Richtung werden wir tun. Aber zuvor werden wir das hier noch überall wahrscheinlich eins breiter machen, weil die Enterprise ja generell hier oben so einen kleinen Zwischenschritt hat. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber die hat hier noch so einen kleinen Zwischenschritt. Das geht nicht direkt hoch. Deswegen einfach mal let's try it quasi an der Stelle. Und mal gucken, wie gut ich das hinbekomme hier. Ja, das scheint doch schon mal richtig zu sein, oder? Jo, hier unten ist richtig. Da ist nicht richtig. Was ist da los? Hier, das ist... Erstmal sterben, weil ich zu weit runterfalle. Hier ist falsch. Und hier ist auch noch falsch. Jetzt sollte es aber korrekt sein. Ja, sehr gut. Hier drauf könnte ich jetzt quasi wieder runterfallen. Ich brauche vielleicht noch ein paar Speed-Upgrades. Aber hier drauf könnte ich jetzt die zweite Kuppel bauen, die dann entsprechend hier so hoch geht. Also was heißt die zweite Kuppel? Es ist einfach hier so ein kleiner Haken noch mit drin. Ich überlege gerade, ob ich ihn tatsächlich sogar weitermache, aber ich glaube, so lasse ich es. Oder mache ich hier noch einen weiter? Nee, ich lasse erstmal so. Ich baue jetzt erstmal hier diese Kuppel zu Ende und Leute, das Ganze natürlich in einer, ihr kennt es nicht anders, Third-Person-Timelapse. Viel Spaß mit der Timelapse. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Ich fand sie wie immer eigentlich ziemlich nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder von dieser Timelapse gehalten habt. Das hier muss ich noch so ein bisschen hochstöpseln, dass es hier reingeht. Aber jetzt haben wir den oberen Teil fertig. Ihr habt das ja gerade gesehen. Jetzt können wir uns um den unteren Teil kümmern. Das hier muss ich so ein paar Blöcke hochbringen. Aber bevor wir da anfangen, finde ich, macht es durchaus Sinn, so ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, weil aktuell ist da wirklich überhaupt nichts und das ist ein bisschen dunkel. Also, ich habe ja ganz viele Seelaternen mitgebracht, da haben wir welche, sehr gut, um generell für ein bisschen mehr Licht hier zu sorgen und auch um grundsätzlich, wenn das Federspeer fertig ist, so wie hier jetzt zum Beispiel, oder wie dieser Raum, hier kann man es gut zeigen, dass hier dann, das soll unser Licht werden. Gut, da hängt jetzt eine Fackel dran, was überhaupt 0,0 Sinn macht. Wenn ich die wegmache, wird es heller. Ah, ne, das ist, weil ich was in der Hand habe. Okay. Never mind. Aber Fackeln bringen halt wirklich absolut gar nichts. 0, also eher weniger, als dass sie irgendwas bringen. Obwohl, weniger jetzt auch nicht. Aber die bringen halt nichts. Es ist halt
muss keine Fackeln setzen, weil wir halt natürlich hier im Space sind. So, aber nichtsdestotrotz soll es hier natürlich entsprechend weitergehen. Ich mache jetzt hier nochmal ein klein wenig mehr hin. Ihr seht, das Lighting ist so richtig, richtig hart am Struggeln hier mit dem Smooth Lighting. Aber das ist schon alles irgendwie möglich. Und jetzt noch hier eine hinsetzen, dann haben wir es hier wenigstens ein bisschen hell. Das und unsere Teil hier muss, wie gesagt, auch noch gemacht werden. Wir müssen uns hier darum kümmern, wie das hier oben anschließt. Wir müssen noch gucken, was für eine Art von Aufzug wir haben. Aber wenn wir das alles haben, können wir den unteren Teil und das hier komplett fertig machen. Und hier können wir dann die ganze Technik reinbauen. Ich denke mal, ich werde nicht mehr alles an Technik bauen, was es zu bauen gibt. Also ich werde hier eventuell keinen Bohrer noch mit reinhauen und kein dies und kein da. Aber das müssen wir mal gucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich auf jeden Fall noch einen Bohrer bauen? Sagt ihr, nö, Bohrer brauchst du wirklich nicht mehr bauen. Ist eigentlich völlig egal. Oder wie auch immer. Mir geht es jetzt erstmal hauptsächlich darum, dass wir hier alles fertig bekommen. Und dieses obere Teil kriegen wir heute fertig. Was mir aber noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber was mir definitiv aufgefallen ist, das hier ist aktuell der einzige Weg, um ins Raumschiff zu kommen. Wenn wir das zubauen, haben wir keine Möglichkeit mehr. Das ist vielleicht auch was, was wir uns im Hinterkopf behalten sollten. Mit Sicherheit praktisch. Und wenn ich eine Fackel in der Offhand habe, wird es trotzdem hell. Fällt mir gerade mal so auf. Gut, aber ich möchte jetzt erstmal hier diesen unteren Ring, den wir haben, hier oben nochmal hinbauen. Damit wir hier genug Fläche nach oben wieder gut machen, damit das nicht so weit unten hängt. Ihr habt gesehen, dass hier unten muss ein bisschen weiter oben sein, damit das ein bisschen vernünftig aussieht. Und genau das mache ich jetzt hier einmal komplett diesen Kreis drumherum. Und jetzt, da ich einmal komplett durch bin, können wir natürlich das untere wieder entfernen. Hurra! So, fertig ist die Bumse. So, cool. Sehr, sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir das hier mit dem hier oben verbinden. Das sollte hoffentlich auch nicht so mega schwer werden. Ich versuche einfach mal mit dem hier, so wie wir es auch unten gemacht haben. Oder oben. Wir sind ja jetzt gerade unten. Dann geht das so und dann ein bisschen mehr. Das sollte funktionieren. Jetzt muss ich mir aber den Außenkreis merken. Und das wird der schwierige Part. Also sind hier bei 0, dann haben wir... Oh, wie mache ich das denn? 30, 30, 24. 24 Blöcke. Und der 25. ist das hier. Dann sind wir, ich glaube, insgesamt bei 49 Blöcken. Womit dieser innere Kreis deutlich größer wäre als der äußere Kreis. Also gut, deutlich größer jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall größer. Was der Wahrheit entsprechen würde, wenn ich das so machen würde. Aber okay, machen wir das mal so. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn das hier nur so eine leichte Erhebung ist. Also, hey ho, let's go. Eins haben wir hier, dann eins, zwei... Hoppala, ich mache jetzt den ersten Teil mit euch zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal vier. Dann zwei, dann zwei, dann nochmal zwei. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf in dieser Richtung. Und dann den Kram von da drüben auch nochmal wiederholen. Also vier Zweier. Und 1, 2, 3, 4. Vierer, glaube ich. Wie habe ich es jetzt hier gemacht? Ah, passt doch. Sehr gut. Gut, das muss ich jetzt also... Oh nein, das passt überhaupt nicht. Das passt ja hinten und vorne nicht. Moment mal, da muss ich aber nochmal ganz kurz zählen. Das stimmt so nicht. Ich muss wirklich sagen, dieses Teil habe ich schon auf der Oberseite mega gehasst. Weil ich mich immer wieder verbaut habe und immer wieder hier einen Fehler gemacht habe und da einen Fehler gemacht habe. Auf der Unterseite ist es nochmal viel schlimmer. Und diese Kreise, und ich bin gerade erst beim ersten Kreis von den ganzen. Also ich muss noch einige Kreise bauen. Und das wirklich, ich muss wirklich sagen, das setzt mir ein bisschen zu. Weil ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten dran und irgendwie tut sich nichts. Und irgendwie muss ich alles immer wieder abbauen. Ich baue jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich, alles wieder ab. Weil ich, also was heißt alles, aber diesen gesamten Kreis hier. Weil ich mich immer vertue. Eigentlich ist es viermal... Dann nochmal viermal, dann zweimal, dann zweimal, dann einmal und dann nochmal zweimal. Das ist theoretisch das Pattern, mit dem wir gehen. Hier haben wir viermal, dann nochmal viermal, dann zweimal, dann zweimal, dann zweimal, dann einmal, dann zweimal. Und hier habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe hier schon wieder einen Fehler gemacht. Es ist wirklich krass. So. Und so. Das kann nicht sein. Irgendwas ist wieder falsch. Und das, oh, das triggert mich so, wirklich so hart. Dass das irgendwie nicht geht. Ich gucke jetzt nochmals nach. Hier ist der Fehler. Das hier war die ganze Zeit der Fehler. Sprich, das hier zieht sich alles nach da. Sprich, den ganzen Kram kann ich dann jetzt nochmal abbauen. Ich glaube gar nicht, wie sehr lustig ich habe, Minecraft gerade zu schließen. Sehr viel Lust. Sehr. Fertig. Der innerste Kreis ist fertig und vernünftig fertig, denke ich, glaube ich. Hoffe ich.
Das war jetzt echt eine Tortur, muss ich sagen. Also das habe ich mir erhofft, dass es deutlich einfacher wäre. Ist es aber nicht. Ja, und jetzt fängt der ganze Spaß jetzt richtig an. Und ich sollte vielleicht auf meinen Hydrogen achten, dass das jetzt nicht completely zur Neige geht. Ich werde jetzt hier unten erstmal einen kompletten Ring von dem Zeug hier machen. Ich muss alle vier Teile machen, aber ich denke mal, das erste werde ich jetzt zusammen mit euch kurz machen. Erstmal werde ich hier eine Schicht davon machen. Und dann werde ich das, glaube ich, immer abwechselnd machen. Also ich werde switchen zwischen... Ich baue hier in den Ecken so eine Ecke lang, so. Und ich baue keine lang. Weil ich glaube, das sorgt dafür, dass das vernünftig funktioniert. Da hatte ich nämlich oben das Problem mit, dass wir irgendwann alles wieder abbauen mussten und mehrere Kreisgeneratoren anschmeißen mussten, damit das alles klappt. Aber ich glaube, mit dieser Möglichkeit, mit dieser Vorangehensweise sollte das möglicherweise auch klappen. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht hier. Im Gesamten, was ich bis jetzt gebaut habe. Es hilft ja alles nichts, Leute. Wenn ihr auf die Schnauze fliegt, wenn ihr irgendwas falsch macht, stellt euch wieder hin und macht weiter. Macht weiter, es hilft alles nichts. Ihr könnt natürlich aufgeben und sagen, na, ich gebe jetzt auf, ich will nicht mehr, es ist zu viel. Aber nein, einfach weitermachen, einfach durchziehen und irgendwann wird es besser. Irgendwann wird es vielleicht sogar gut. Ich hoffe, für mich ist irgendwann bald dieser Tag, denn ich ziehe durch. Ich werde das Ding heute fertig bauen, also zumindest von unten. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Eieieiei, wirklich. Ich krieg langsam die Krise, wirklich. Ich drehe langsam durch. Finally, oh Mann, ohne Witz. Fertig, der Teil ist fertig. Fehlen nur noch 3 Teile. Eieiei, ich weiß gar nicht mehr, warum ich es mache. Ich habe sämtlichen Lebenswillen verloren, aber das passt schon. 3 Teile fehlen noch, einer ist fertig. Von innen sieht er nicht so super aus, aber das ist mir von innen tatsächlich völlig Wurst. Die äußeren Teile sind es, die spannend werden. Und auch gut aussehen, in meinen Augen. Hier ist ein bisschen schwierig, aber Leute, das Ganze machen wir natürlich wieder in der Third-Person-Timelapse. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich baller jetzt durch. Zack, zack. Wurst. Let's go! Endlich, endlich, endlich ist dieser untere Teil completed. Oh Mann, oh Mann. Ich lasse den unteren Teil auch offen. Ich wollte ihn zuerst einfach flach zumachen, aber ich lasse ihn erstmal offen, weil ich entweder hier oder hier oben eine Luftschleuse einbaue, mit der ich dann reinkommen kann, ins Raumschiff quasi. Weil ich mache hier jetzt alles zu und wenn hier alles zu ist, dann gibt es quasi keinen Weg mehr hier rein. Und das wäre ehrlich gesagt ein bisschen doof, wenn es keinen Weg mehr ins Raumschiff rein gäbe, denn ich muss ja ab und zu in das Raumschiff reingehen, beziehungsweise eigentlich muss ich nur ab und zu rausgehen. Und ja, das ist so ziemlich das Ding. Muss ab und zu rein und raus oder so. Gut, jetzt mache ich hier aber erstmal zu und auf beiden Seiten machen wir das Ganze. Und dann haben wir heute schon sehr, sehr viel Fortschritt gemacht. Zwar nur äußerlich, werden in der nächsten Folge dann wieder mal von innen weitermachen oder sowas, denke ich mal. Wir werden auch streamen. Wenn ihr diese Folge seht, dann schaut heute Abend auf meinem Twitch-Kanal vorbei. twitch.tv/klim. Da gibt es heute Abend einen Stream von Minecraft Space. Wir spielen auch noch ein paar andere Spiele, aber Minecraft Space wird da ebenfalls gestreamt. Und da werden wir dann ordentlich weiterbauen bei der Enterprise. Denn, wie gesagt, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Da kann ich mich nicht einfach faul hinsetzen und nichts tun. Deswegen, kommt vorbei. Also jetzt ernsthaft, wir werden viel Fortschritt machen, ne? Also wenn ihr nicht kommt, verpasst ihr was. Wie auch immer, ich glaube, ich bin hiermit jetzt fertig und zufrieden. Jetzt haben wir das hier completely dran. Sehr nice. Die andere Seite fehlt auch noch, die müssen wir auch noch dran machen. Und ohne Witz, ne, das ist so schwierig. Und ich habe so viele Fehler gemacht. Mir fallen so viele Fehler auf in diesem Raumschiff. Einfach, weil ich sehr viele Sachen, ja, einfach schlicht und ergreifend nicht besser wusste. Oder die meisten Fehler, die ich gemacht habe, sind halt solche Platzfehler. Ich dachte, ich hätte mehr Platz, beziehungsweise ich dachte, hier, das hier müsste, also Maßstabsfehler eigentlich, das hier müsste theoretisch ein bisschen länger sein, das hier müsste theoretisch ein bisschen dünner sein und so weiter und so fort. Aber wenn man diese Fehler einmal macht, dann ist man ewig daran. Jetzt muss ich das gleiche kopieren hier auf der Seite. Das wird mal wieder, das wird ein Krampf des Todes einfach, sag ich euch mal. Ohne Witz. Wie soll ich denn das jetzt 1:1 kopieren? Okay, das ist so mittlerweile, das ist mit einer, muss ich wirklich sagen, der schlimmsten Aufgaben. Hier alles zu kopieren, was wir haben. Aber das geht schon. Ich stelle mich einfach jetzt nicht so an und mache hier mal Let's Go. Fertig. So. Durch.
fertig. Wir haben hier oben unseren Plempel drauf, der vielleicht auch ein bisschen zu hoch ist, obwohl, ne, der sah gerade nur so aus. Die Enterprise, obwohl der ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Das sieht vielleicht eher aus wie was anderes. Aber ist egal. Ich finde, dass sie trotzdem schon, auch wenn es hier oben nicht perfekt ist, muss ich sagen, auch wenn das hier wahrscheinlich nicht so hoch sein soll, obwohl so geht's wieder. Wir bauen ja auch noch die Brücke rein. Aber selbst wenn es nicht perfekt sein sollte, finde ich, sieht das doch schon mega, mega nice aus, so, oder? Aber müsst ihr sagen, das sieht tatsächlich saugeil aus. Jetzt fehlen nur noch hinten die Gondeln und dann sind wir äußerlich schon mal komplett fertig. Wie gesagt, den ein oder anderen Schönheitsfehler ist schon da. Aber falls euch dieses ganze Projekt an sich gefällt, das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da. Wir sind dann in der nächsten Folge hier wieder am Start und machen hier weiter. Aber das war es, würde ich sagen, erstmal für diese Folge von Minecraft Space. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein. Wir machen das Teil hier fertig. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt einen schönen Abend oder Tag oder Mittag und ciao.